Hallo von der Meerschweinchenfarm. So, dann meine Freunde sind schon wieder fleißig. Jetzt kommt nämlich so dieser Teil, wo wir diese ganzen Pensionen begrünen. Also das heißt, Biotope werden hier gemacht. Und jetzt habe ich gerade Himbeerstauden gepflanzt. Dass sie immer alles gleich zerstören, ja, okay. Mit dem muss man leben, aber das macht nichts. Nächstes Jahr, die Wurzel ist gesetzt, nächstes Jahr wird das alles sich dann voll super austreiben und einer taugt es extrem. Ich bin gespannt, was ich alles sich bepflanzen kann. Die andere Gruppe hat Riebiseln, Stachelbeeren, die fressen nur mehr die unteren Blätter ab und oben wächst es aber voll und es gedeiht voll, also das darf halt jetzt dann nicht so ein Problem sein. Fleißig Satz. Da ist unsere neue, die mit den weißen Zottelhäuten, die Twix. Das ist so wunderschön da schon. Die Gruppen, die ist jetzt seit 2 Jahren bestehend und sind halt wirklich nur frei und nur in einem Element. Und da ist echt, das ist, da kommt ein neues Meerschweinchen rein und die sind einfach sofort alle voll tiefenentspannt und voll, voll freundlich und voll, da fühlt sich ja jedes Meerschweinchen sofort gleich wohl. Also das ist echt ein Traum. Die war da und wirklich so wie, hallo, schön, dass du da bist und wie geht's dir? Und so richtig, 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 richtig lieb. Da denke ich mir dann oft irgendwie, so weil Tiere sind ja so meine besten Lehrer, was war das eigentlich, wenn jeder Mensch irgendwie so tiefenentspannt war, sein Leben darat, wie es aus ihrem Außer kommt, ohne irgendwie dieses ganze Drama der Welt, also diese zweite Schattenseite zu haben, war man dann auch so offen und so freundlich immer und alles war möglich und ja, und niemand war irgendwie fein, sondern hallo Freund und alles passt. Aber ich glaube, das ist, dieses Bild, glaube ich, ist eine Illusion, weil die Erde trotzdem die Dualität hat und ja, man sie auch braucht, seine zweite Kampfseiten. Aber ich glaube, man muss immer wieder üben, dieses Toleranz oder was weiß ich was, oder akzeptieren oder wie man es nennen mag, verstehen. Na, Twix, jetzt kommen die gescheiten Sprüche, ha? Jetzt halt mal im Mund. Jetzt geht es in die Philosophie. Gusti, hm? Gusti, du hast dir deine Hoheit vorn verlegt. So, jetzt tue ich euch dann was zum Essen her, bevor meine Himbeerbladeln umwälzen. Waldi, du schon wieder. Meine Himbeerbladeln komplett lasern. Also der Waldi, der da mit dem Beigen, der ist ein Wahnsinn. Das ist wieder besonders herausstechendes Meerschweinchen. Weil es ist auch bei den Tieren so, finde ich, also das habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, genauso wie bei den Menschen, es gibt halt Menschen und dann gibt es diese besonders hellen Geister. Und der Waldi, das ist so einer, also extrem wach, extrem da, checkt sofort alles ab. Unglaublich. Tino, das war jetzt da nicht recht fein. So, wie gesagt, Hauptsache die Wurzel bleibt drinnen. Ronja, was das, so kann es auch fallen. Wo sind die anderen? Nani, warte aufs Essen. Nani, wir müssen erst den Futterplatz sauber machen. Ja, da drinnen, es ist noch nichts drinnen, du hast vollkommen recht. Und wir werden das jetzt dann gleich machen. Cool. Sie sind so lieb, ich finde auch immer so lieb, wie sie mit einem reden. Der Felix zum Beispiel, der kann das extrem gut mit einem reden. Der Lobo hat eher so diese Sprache, ich lege mich einfach irgendwo hin, bleib in deiner Nähe und ich hoffe, du siehst mich. Und der Felix ist einer, der geht her und dann, wenn er der Bussi geben will, dann ist er richtig so, mein Kopf nickt er so, komm aber da zu mir und dann gehst du da, dann schlägt er natürlich, das Gesicht lasse ich mir nicht durchschlecken, aber 2, 3 Bussi am Hals, das geht. Na, Sammy, gestern haben wir das Kompliment gekriegt, riesengroße Schweinderln, sagt ihr. Gestern war ganz ein lieber Besuch da. Mit einem Kind. Die hat gesagt, sie ist so ein Fan von der Meerschweinchenfarm und sie freut sich ja so, wenn sie mal kommen darf. Und ich freue mich ja so, wenn sie wer mört und ja,
weil sie dann gesagt hat, sie hat sich fast nicht traut, weil wir uns ja nicht kennen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, vorher kennt man sie ja nicht. Man muss sie ja zuerst einmal melden, dass man sie einmal kennenlernt. Und ich mag ja wirklich alle. Und wenn man mit wem nicht ganz so warm wird, dann mag ich ihn trotzdem, weil dann ist halt einfach, passen halt die Energie nicht ganz so zusammen. Aber man muss ja nicht mit jedem in Feuer und Flamme aufgehen. Gusti, jetzt muss ich mir nachher nochmal der Frisur da vorne anschauen, ob es dieser Harz ist oder was du da hast. Ja, weil Bäumstämme haben wir auch schon geholt. Das lässt mir keine Ruhe nicht. Und die Laternen schmeißt schon wieder um, das ist auch nicht recht toll. Genau, Gusti, frisiere die Tour mal vor. So, ja, dann tue ich jetzt wirklich füttern mit die Nanni. Nein, ist mir schon abgehauen. Der Franzi. Franzi nur. Unser guter alter Franzi. Dein Name ist gefallen, gell? So, jetzt gibt's was zum Essen. Jetzt gibt's wirklich was. Ich hab da geschrieben, es gibt wirklich was jetzt. Also dann, tschüss von der Meerscheinchenfarm.